Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude, mein neuer Kanal für Golfer mit Handicap 36 bis Platzreife. Zurzeit haben wir super Wetter, oder? Es gibt Sonne pur und diese Sonne kannst du sehr gut ausnutzen. Ich habe eine sehr schöne kleine Übung, die, glaube ich, sehr, sehr hilfreich ist. Was du tun solltest, schau bitte, dass die Sonne hinter dir ist. Du brauchst einen Ball aus Anhaltspunkt und schau bitte, wo dein Kopf ist, dein Schattenkopf. Ich habe einen Ball genau dort hingelegt, wo mein Schattenkopf ist. Nur das ist genial, weil jetzt, wenn ich ausholle und den Fehler mache, aus meiner Ebene zu kommen, dann sehe ich, wie mein Kopf zur Seite sich bewegt. Und das ist natürlich nicht gut. Wenn ich beim Ausholen hier bin, muss ich wieder kompensieren. Oder ich bleibe hinten, treffe den Boden zuerst. Wenn du gute Spiele anschaust, wirst du sehen, beim Ausholen, die drehen sich, der Kopf dreht sich auch mit, aber Wirbelsäulewinkel bleibt ziemlich konstant, beziehungsweise der Kopf bleibt da, wo er war. Und das kannst du hier wunderbar trainieren. Das wird am Anfang total neu und komisch sein, vielleicht für dich da zu sein. Aber da möchte ich sein. Mein Gewicht ist rechts, aber mein Kopf ist da geblieben. Und dann beim Abschwingen kann ich auch schauen, dass während ich mein Gewicht nach links verlagere, dass mein Kopf auch ungefähr auf der gleichen Stelle ist. Ungefähr. Okay, das muss nicht jetzt haargenau sein. Okay, so mit diesem Gefühl, das ich jetzt habe, mit dem stabilen Kopf, beziehungsweise, dass der Kopf an der gleichen Stelle bleibt. Ich möchte nicht, dass mein Kopf steif ist. Es ist schlecht für den Nacken. Aber das Gefühl, den Kopf in der Mitte zu lassen, werde ich einen Ball schlagen. Und dann merkte ich sofort, wie knackig der Kontakt war. Das war Ball, Boden. Da habe ich einen schönen Divot weggeschlagen.